Nachdem das letzte Video mit Drogerieprodukten, die besser als High-End-Produkte, so gut bei euch ankam, dachte ich mir, machen wir das Ganze doch nochmal eine neue Runde und verkleiden uns als Vorstadtgraf. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, sagen wir mal 5 bis 10 Produkte, die meiner Meinung nach schon fast besser als High-End-Make-up sind. Du siehst es generell nicht, aber schaut sie euch an, ihr werdet sie lieben und ich weiß, dass das eventuell das ein oder andere Schätzchen für euch mit verbirgt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass es euch besser geht. Ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt rein. Üblicherweise bin ich ja hier wirklich sehr, sehr Make-up fokussiert. Ab und zu zeige ich auch mal ein paar Skincare-Produkte. Was ich selten zeige, ist Duft. Und nein, es ist nicht von Larisé, sondern ich bin auf etwas aufmerksam geworden, wo ich nie gedacht hätte, dass ich etwas dort aus diesem Bereich kaufen würde. Und zwar Zara. Freunde und Freundinnen, ich fasse es nicht. Das ist der Vanilla Vibration Duft Eau de Parfum. Habe ich online gekauft, glaube 12,45 Euro, sind 30 Milliliter drin. Halleluja! Alter Schwede, dieser Duft, Vanille, ihr wisst, ich liebe Vanille, mein allerliebster Duft, auf den ich immer angesprochen werde, ist dieser hier. Der ist völlig überteuert, ich habe noch keine günstige Alternative dazu gefunden, aber ich habe den hier gefunden, der riecht zwar nicht so wie dieser hier, aber er riecht toll. Das ist eine sehr pudrige Vanille, eine sehr starke Tonkabohne. Madagaskar-Vanille, unglaublich verführerisch, sehr, sehr tiefgehend. Also nicht so laut, so Popcorn-Vanille, sondern ein sehr komplexer Vanilleduft, der nicht nur nach Vanille riecht. Also du kannst gar nicht diese typische Vanille rausriechen, sondern es ist einfach, stell dir vor, du backst und benutzt Tonkabohnen, du benutzt ein paar Nelken, du sitzt vorm Kamin. Großartiger Duft, hätte ich niemals gedacht, dass Zara tolle Parfums hat. Ich habe zwar schon oft was von gehört, habe aber ehrlich gesagt noch nie was davon gekauft. Ganz, ganz toll. Es gibt noch einen anderen, der ist mir ein bisschen zu blumig schon fast. Den benutze ich dann jetzt als Raumduft. Aber dieses Ding hier, unbeschreiblich. Er erinnert mich ein bisschen an einen hochpreisigen Duft von einem französischen Modehaus, welches mit D beginnt und auch einen ähnlichen Vanilleduft hat. Nicht gleich. Nee, gar nicht. Ähnlich. Ich würde ihn auch nicht als günstige Alternative dazu bezeichnen, aber trotzdem sehr, 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 sehr gut. Also große Empfehlung. Inspiriert mich Tatsache so ein bisschen weiter bei Zara mal zu schauen. Ich bin nicht so die Zara-Maus. Ich bin einfach zu breit gebaut für Zara, glaube ich. Vor allem für die Herrenklamotten. Die sind ja alle immer so ein bisschen so... Esst mal einen Döner, Jungs. Wir kommen aber zum Make-up und da hüpfen wir direkt hier rein. Ich habe gestern Content gedreht für Insta und TikTok und bin auf Foundations gestoßen und wollte euch nochmal so einen kleinen aktualisierten Foundation-Guide geben. Welche Foundation ist für welche Haut sehr, sehr gut? Und ich habe Foundations aussortiert, die abgelaufen sind, die nicht mehr gut waren. Ich habe die jetzt nochmal rausgeholt. Die ist auch mittlerweile schon aufgecrackt. Die ist von L'Oréal Paris aus der Age Perfect-Reihe, die Kollagen-AS-Fragmente straffender Make-up-Balm. Ich habe sie schon lange nicht mehr benutzt. Und ich habe aufgehört, sie zu benutzen, weil sie mir damals zu wenig war. Die ist sehr, sehr leicht. Die ist sehr... Du hast eine schöne Haut und du machst sie noch ein bisschen schöner. Und deswegen wollte ich sie einfach nochmal benutzen, weil ich sie damals schon geliebt habe, so ein bisschen aus den Augen verloren habe und mittlerweile sie einfach ein Träumchen ist. Schaut euch das an. Die ist sehr, sehr schnell aufzubauen und ich weiß, ich habe ja auch ein paar Mäuse in der Community, die vielleicht schon über 20 sind, wo die Textur der Haut einfach schon anders ist und da ist das ein sehr, sehr gutes Produkt. Das ist nichts, wo ich sage, wenn ihr eine Full Coverage Foundation wollt, ich bezweifle aber, dass jemand das so gewünscht ist, ist das ein großartiges Produkt, weil es sehr, 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 sehr leicht ist. Durch diese balmige Textur legt es sich sehr natürlich auf die Haut. Ihr seht es direkt, ich bin nur mit dem Pinsel ein paar Mal hier rüber gegangen und es setzt sich nicht in kleinen Fältchen ab, weil die Textur halt sehr, sehr leicht ist. Es zieht ein Stück ein, es fixiert sich auch so ein bisschen von selbst. Du benötigst kein Puder, hast aber trotzdem diese natürliche Bewegung im Gesicht. Ich trage sie am liebsten erst mit einem Pinsel auf. Man kann sie auch punktuell so ein bisschen aufbauen, das mache ich gerne hier an den Augen, da wo ich einfach ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Mittlerweile bin ich ja eher so eine
etwas leichtere Maus, aber ihr seht schon, so ein paar Rötungen sind abgedeckt, so ein bisschen Textur ist reduziert. Ich gehe einfach mit einem Schwamm, der ist halbtrocken, also den habe ich gestern Abend oder gestern Morgen nass gemacht, ist nicht mehr so feucht, um das Ganze einfach zu verblenden. Der Vorteil des Produktes ist, dass du einfach sehr, sehr wenig brauchst. Die hält sehr lange, sie ist sehr, sehr dünn von der Textur her, obwohl es Make-up-Balsam ist. Ne? Ich glaube, dass viele immer Angst haben vor so Produkten, die in so einem Töpfchen kommen, weil sie so ein bisschen abschreckend sind. Ich hatte mir damals hier von Kevin O'Quinn diesen Concealer-Pot gekauft. Da sind 18 Gramm drin. Diese kleine Menge reicht im Prinzip für dein Gesicht. Das ist nur Pigment und super, super schwer. Also das ist so schwer, dass ich es selbst nicht benutzen kann auf meiner Haut. Und ich habe ja recht wenig Textur auf meiner Haut. Das Produkt hier hingegen ist einfach leicht, ist einfach schön und lässt sich super, super gut einblenden. Falls ihr Erfahrungen mit der Age Perfect 3 habt, schreibt mir diese gerne mal in die Kommentare. Ich habe mir vorgenommen, die Tage nochmal in die Drogerie zu gehen und ein Full Face aus der Age Perfect Reihe zu schminken. Ich habe hier nämlich ein weiteres Produkt drin. Und erfahrungsgemäß, ich habe ja schon einige getestet aus der Age Perfect Reihe, ist es eine ganz tolle Idee. Ich finde es schön, dass es für reifere Haut gemacht wurde, was nicht heißt, dass jüngere Haut es auch nicht benutzen kann. Da ist natürlich immer so ein bisschen, in welche Richtung geht das Marketing. Und es gibt natürlich bei L'Oreal auch viele Produkte, die sehr, sehr gut sind. Aber diese Age Perfect 3 ist einfach unglaublich. Und ich möchte einfach mehr davon benutzen, weil es, glaube ich, sehr zeitaktuell ist. Ne? Wir haben ja gemerkt durch die letzten 2-3 Jahre, dass sich das Make-up so ein bisschen verändert, welches wir gerne benutzen. Es wird leichter, es wird frischer, es wird so ein bisschen reduzierter. Und die meisten Produkte, die es aber noch gibt, sind für mehr Pigment, mehr Deckkraft, mehr beschwerend auf der Haut. Und diese Age Perfect 3 ist genau das Gegenteil zu dem, was die anderen Produkte haben und sehr funktional dabei. Ich habe gleich ein bisschen Concealer aufgetragen, nur eine sehr, sehr dünne Schicht. Es soll ein sehr reduziertes Make-up sein. Einen kleinen Hack, den ich festgestellt habe, der aber etwas Übung bedarf und auch mir fällt es manchmal noch ein bisschen schwer, das ordentlich hinzukriegen, ist, es gibt ja viele Produkte, die auf Puderbasis sind oder eine Pudertextur haben und Puder ist immer ein bisschen schwierig auf der Haut. Nicht immer, aber manchmal. Und ich habe hier jetzt 3 Puderprodukte, die aber wie ein Cremeprodukt performen und ich mir somit einen Schritt spare. Viele machen erst die Foundation, dann nehmen sie ein Creme-Contour-Produkt, dann geben sie noch ein Puder-Contour-Produkt drauf, dann kommt noch ein Puder-Bronzer, ein Creme-Bronzer, Puder-Blush, Creme-Blush. Das sind also 6 bis 8 verschiedene Schichten auf der Haut, die gar nicht sein müssten, wenn du ein Produkt hast, was sehr, sehr gut funktioniert. Ein Bronzer, der das Ganze sehr, sehr gut zusammenbringt, ist der Hatice Schmidt Labs Bronzer und der Highlighter, weil die aufgebaut sind wie ein Creme-Produkt, aber wie ein Puderprodukt zu applizieren sind. Ein Produkt, was ich gerne hierfür benutze, ist von Art Deco. Das ist zwar ein Puderprodukt, auch ein reines Puderprodukt, aber unglaublich gut. Was ich mache ist, ich nehme einen großen Pinsel, gehe hier rein, das hat 2 verschiedene Farben, etwas wärmeres und etwas kühleres, und fixiere mit dem Bronzer schon die Foundation. Das heißt, ich habe an der Stelle nur eine Schicht Puder drauf. Und man muss wirklich ein bisschen vorsichtig sein, damit es nicht zu viel wird. Das geht sehr, sehr schnell. Seid da bitte vorsichtig, weil die Foundation, die noch nicht fixiert ist, natürlich stark greift. Aber wenn ihr ganz vorsichtig und immer nur in so einer Dünnschicht arbeitet, dann passiert da nichts. Das ist ein großartiges Produkt. Da kommen wir gleich nochmal zurück, weil ich das auch sehr, sehr gerne für die Augen benutze. Weil vielleicht habt ihr ja schon mal etwas von Eye Contouring gehört. Contouring ist uns natürlich ein Begriff. Aber Eye Contouring ist, um das Auge so ein bisschen zu formen, in die Richtung zu formen, wie wir sie haben möchten, vielleicht so ein kleines Schlupflid ein bisschen wegzaubern, etwas ein bisschen wegnehmen. Dafür ist dieses Ding perfekt. Ich liebe die Ästhetik hier gerade. Ein anderes Produkt, was ich gerne noch mit reinbringen möchte, weil das erschwinglich ist und dieses Creme-Powder-Produkt so ein bisschen vermischt. Nabla hat sehr gute Produkte, Hatice Schmidt Labs, wie gesagt. In der Drogerie selbst habe ich davon leider noch nicht so viele gesehen. Mesauda Milano, großartig. Ansonsten hätte ich hier von Revolution die Sculpt & Glow Palette. Der Bronzer ist sehr schimmernd und du brauchst auch hier nicht viel. Und ich habe ja jetzt schon ein bisschen was drauf. Aber damit kann ich so ein bisschen rübergehen und noch ein bisschen Bewegung dazugeben. Nur ein kleines bisschen.
etwas auf die Nase. Du kannst den Schimmer kaum wahrnehmen. Der sieht einfach nur sehr reflektierend aus. Aber, apropos Schimmer, und das ist etwas, was... Das ist etwas, was ich nicht verstehe, dass viele Angst vor Schimmer haben. Schimmer ist was Tolles, gerade wenn die Haut vielleicht ein bisschen texturierter ist. Hier geht es nicht um einen Liquid Highlighter, der die Textur so stark erhöht, sondern hier geht es wirklich nur um lichtreflektierende Partikel. Ich habe hier ebenfalls aus der Age Perfect Reihe das Age Perfect Collagen AA Fractions, was auch immer AA Fractions ist, ein Serum Powder. Großartiges Produkt. Dafür empfehle ich euch wirklich die neuen Microfiber Multitools Mini. Sie sind genauso günstig wie vorher, dabei aber besser. Ich gehe hier ganz leicht rein, dass ich wenig was drauf habe. Dieser Fleck hier ist nicht von dem Puder. Und fixiere damit einfach nur in meinem T-Zonenbereich und ganz leicht unter den Augen. Das fixiert ganz schnell die Base, ohne dass es beschwert, weil du sehr wenig benutzt. Du kannst es natürlich auch großflächig benutzen. Es sieht aber nicht so trocken auf der Haut aus. Schaut mal, wenn ich das nur punktuell und sehr gezielt platziere, wie um die Nase, da wo ich vielleicht mal ein bisschen öle oder auf der Stirn, habe ich zwar immer noch reflektierende Punkte, ohne dass es aussieht, als hätte ich Glitzer im Gesicht. Egal wie alt ihr seid, wartet mal ab. Ich fahre vielleicht heute noch in die Drogerie, wobei ich weiß gar nicht, wo ein Age Perfect Aufsteller bei uns ist. Ich kaufe mal ein paar Age Perfect Produkte, weil ich sehr, sehr große Hoffnung habe, dass die ganz besonders für, einfach für diesen leichteren Look sind. Sie gehen schnell, man muss sich nicht so viele Gedanken machen. Und ich muss sagen, die Base sieht sehr gut aus. Der Bronzer ist schön warm, aber trotzdem nicht zu warm, weil der von Art Deco ist auch ein Art Deco. Vielleicht machen wir... Habt ihr Lust, dass wir diese Full-Face-Reihe weiterführen? Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so gut ankommt bei euch. Außer halt bei denen, die es gerne wissen wollen. Art Deco, großartige Brand, sehr große Veränderungen gehabt in den letzten Jahren und ist sehr... Ich würde Art Deco schon Richtung, nicht alle Produkte, aber viele Produkte, Richtung die Age Perfect Reihe stellen, parallel dazu, weil sie sehr bedacht sind, wie die Texturen sind, finde ich zumindest so. Wir kommen nochmal ein bisschen näher und gehen zu den Augen über. Ich wollte jetzt hier nochmal von Art Deco dieses Schätzchen hier benutzen, um diese Eye Contour zu machen. Wir haben zwei verschiedene Farben. Ich gehe erst mit einem fluffigen Pinsel in den kühlen Ton und setze mir den, nachdem ich mein Lid nochmal so ein bisschen fixiert habe, in die Lidfalte. Eher ein bisschen höher. Ich zeige euch gleich den Vergleich. Und kann damit die Haut, die ja, wenn ich ganz entspannt gucke, dann seht ihr, wie die Haut hier so ein bisschen über die übliche Lidkontur von mir geht. Und das haben sehr, sehr viele Menschen, außer du bist 3. Dann kannst du das damit so ein bisschen angleichen. Würde fast schon so reichen, einfach um diesen visuellen Effekt zu haben, dass das Auge ein bisschen tiefer nach innen geht. Du könntest dir jetzt auch mit dem hellen Puder eine Cut Crease höher ziehen. Ist mir ehrlich gesagt aber schon wieder ein bisschen zu viel. Und ihr wisst es ja, ich bin ein großer Freund davon, wenn Produkte sich wiederholen. Das ist wie Kleid. Make-up ist wie Anziehen. Farben müssen sich irgendwie wiederholen, dass es irgendwie ästhetisch... Muss gar nichts, ne bitte. Muss gar nichts, aber es soll ästhetisch aussehen. Und das tut diese Farbe, weil sie... unterbewusst natürlich auch als Bronzer genutzt wurde. Ein Produkt, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Ich hoffe, dass es das noch gibt, aber ich bin ja im Moment sehr fokussiert auf so Mono-Lidschatten, einfache Cream-Lidschatten. Ich habe den hier von TikTok, von Kiko. Das ist der Color Shock Eyeshadow in der Farbe Rose in Gold. Der war aus einer LE, wird es aber immer wieder geben. Das ist ein unglaublich schöner, silbriger Ton, der sehr kühl ist. Und ich will den gar nicht so flächig haben auf dem Auge, sondern nur so ein bisschen. Weil ich finde, dass diese topigen Lidschatten immer ein bisschen... Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich finde, dass manche Lidschatten immer ein bisschen billig aussehen können. Ne? Wenn du da so eine... Ich finde, ich persönlich möchte einfach ein bisschen erwachsener wahrgenommen werden mit dem Make-up, ein bisschen reduzierter und nicht mehr so... verkleidet hinter dem Make-up sein. Und natürlich gibt es tolle Schimmer-Lidschatten. Aber wenn du so einen topigen Lidschatten hast, ist das einfach reduziert. Das ist ganz, ganz mild, aber trotzdem ein bisschen Bewegung auf dem Auge. Es wird mit Sicherheit auch welche wirklich in der Drogerie geben. Kiko hat aber sehr viele Produkte auf Amazon. Also ich gucke mal, dass ich euch welche verlinke, die dem nahe kommen. Und jetzt haben wir die Wärme von dem Bronzer von Art Deco und diesen kühlen Schimmer auf dem Lid. Und das ist super simpel, aber das Auge ist einfach ein bisschen umrahmt. Du kannst auch noch hier unten
so ein bisschen lang gehen. I love it. Und der Held, ne? Also, da musste wirklich, wirklich ackern, dass er wieder runtergeht. Ich habe neulich einen ganz, ganz süßen Kommentar von einer Zuschauerin gelesen, die sich bei mir bedankt hat, dass ich ihr Produkte zeige. Sie ist schon um die 60 gewesen, 65, dass ich ihr Produkte in der Drogerie zeige, die sie erwachsen aussehen lassen und nicht so verkleidet aussehen lassen, weil sie immer das Gefühl hatte, dass Drogerie-Make-up nur für junge Leute gemacht ist und nur weil sie schon über 40 ist, muss sie in den High-End-Bereich wechseln, um klassische Produkte zu haben. Und das freut mich sehr, dass ich so ein bisschen probiere, auch den Horizont zu erweitern. Wir haben die letzten 4 Jahre gefühlt sehr bunte Sachen gehabt und jetzt wird es einfach ein bisschen klassischer. Ihr werdet mit mir älter. Wir werden alle älter und klar, auch ich werde auch in Zukunft noch meine rosane Lidschattenpalette tragen und benutzen, aber für den Alltag, für die Qualität, die wir in der Drogerie heutzutage bekommen, muss das einfach passen und man sollte sich nicht verkleidet fühlen. Das ist ein sehr, sehr schöner Look. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen Blush hier, den ich am Pinsel habe, gehe hier rüber, ein bisschen, also ist ja kaum noch was dran. Und habe eine sehr schöne Base. Für die Lippen gibt es 2 verschiedene Produkte. Einmal wollte ich euch das Rival de Loop Lip Oil zeigen. Gibt schon sehr, sehr lange. Großartig, weil es sehr zart ist. Und die Lippen einfach in so ein bisschen Glanz haucht. Auf der anderen Seite aber etwas... Ich habe mir zur Mission gesetzt, den perfekten roten Lippenstift zu finden. Ich habe schon ein paar im High-End-Bereich gefunden. In der Drogerie ist der ganz weit vorne mit dabei. Das ist der Max Factor Lippenstift in der Farbe Love Matt. Der ist mir leider kaputt gegangen, die Spitze ist nicht mehr da, aber entweder ihr tragt ihn voll auf, das machen wir gleich, oder wenn ihr sagt, nee, roter Lippenstift ist zwar schön, ist euch aber zu viel. Ihr wollt nicht so viel, nicht so laute Lippen haben, ich finde, rote Lippen gehen immer, einen braunen Lip Liner oder so einen kühlen Lip Liner, einfach die Lippen umranden und dann ganz leicht, nur ins Zentrum. Und du hast so einen Hauch an Rot, was schon fast der eigenen Lippenfarbe entspricht. Ich möchte ihn aber komplett auftragen. Der heißt zwar matt, ist aber nicht so richtig matt. Also der ist schon matt, aber er ist nicht so trocken matt. Es gibt ja diese typischen Lippenstifte, die sehr trocken dann auch aussehen. Der ist einfach semi-matt, aber der hält sehr, 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 sehr gut für einen Lippenstift. Natürlich kann ich von einem Lippenstift nicht erwarten, dass er den ganzen Tag hält. Ich kann aber erwarten, dass er nicht überall verschmiert. Ein bisschen Mascara und der Look ist fertig. Wenn ich jetzt durch die Gegend laufen würde, ich könnte auch in Paris in einem wunderschönen Café sitzen und alle würden denken, ach, er trägt Chanel. Ihr süßen Mäuse, ich liebe, liebe, liebe diesen Vibe hier gerade. Unglaublich schön, sehr reduziert, aber trotzdem da. Man, die Lippe ist natürlich ein Hingucker. Ne? Wenn du einen Auftritt haben möchtest, ein bisschen reduzierter auf den Augen, trotzdem etwas drauf, nicht ganz nackig auf den Augen, sondern einfach so ein bisschen Schimmer in einem schönen kühlen Grau mit einer warmen Cut Crease und dann so eine poppige Lippe. Schönes Outfit. Und der Raum gehört dir und dann halt hier dieser Duft. Ne? Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch die neue Ästhetik gefällt. Schreibt mir gerne eure Drogerieprodukte in die Kommentare, die eurer Meinung nach High-End-Qualität haben. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Egal, wann ihr dieses Video schaut, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.